Schwester, liebe Jungschützen, liebe Schützenbrüder. Heute wäre eigentlich der Tag der Jungschützen, wo wir unser Vogelschießen, unser Frühschoppen haben. Aber aufgrund von Corona fällt das leider aus. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder alle ein schönes Schützenfest hier in Emmes erleben können, bei schönem Wetter. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Schützenfestwochenende in meinen eigenen Gärten. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr dann auf dem Schützenfest hier in Emmes wieder wiedersehen und dann doppelt so schön feiern können. Schützenkompanie, halt! Links, um, Gewehr ab, rührt euch! Fahnenoffiziere vorgetreten. Schützenkompanie, stillgestanden, das Gewehr über, Achtung, präsentiert das Gewehr, Augen links. Nun folgt in unserem Programm ein Interview, geführt von unserem amtierenden Prinzen Michael Teipel, Michael IV., mit unserem amtierenden Kaiserpaar Carsten und Jenny Buschmann. Carsten ist gleichzeitig auch Jubel-Jungschützenkönig, 25-Jähriger, war 1995 Jungschützenkönig. Außerdem unser Interviewgast Willi Kamp mit seiner Königin Nadine Kamp. Viel Spaß! Ja, wir sind hier bei unserem amtierenden Kaiser Carsten Buschmann zu Hause, aus einem ganz besonderen Grund. Im Jahre 1995, wo nicht nur Schumachers zweite Mal Weltmeister wurde und Axel Schulz seinen Weltmeisterkampf verloren hat, eBay wurde gegründet und Windows 95 kam auf den Markt. Da war noch nicht an Smartphones zu denken. In diesem Jahr, es war ein ganz besonderes Jahr für dich, da hast du den Jungschützenkönig in Emmes geschossen. Das ist jetzt 25 Jahre her. Und war mit Sicherheit für dich ein großer Tag. Auf jeden Fall. Und genau aus diesem Grund möchten wir dir gerne den Orden für den Jubiläumsorden für 25 Jahre Jungschützenkönig verleihen. Vielen Dank. Ich gebe ihn dir jetzt mal so in die Hand über, mit genug Abstand, da aufgrund der aktuellen Situation kann ich mir leider nicht persönlich anstecken, aber das wirst du ja mit Sicherheit auch so hinbekommen. Gehe ich hin. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, erstmal schönen guten Abend in die Runde, auch an alle Zuschauer. Herzlich willkommen zum großen Sommerinterview von Margareta TV. Heute nicht mit der Bundeskanzlerin, dafür mit anderen wichtigen Personen. Zum einen begrüße ich unser amtierendes Königspaar, Willi und Nadine. Hallo. Und der Willi, außerdem war er noch Jungschützenkönig 1997. Oh, das war er. Auch das war er schon.
Ein paar Probeschuss gemacht für den Groß. So muss es sein. Außerdem begrüßen möchte ich unsere Gastgeber heute Abend, einmal die Jenny und den Carsten, unseren amtierenden Kaiser und amtierende Kaiserin natürlich auch, Kaiserpaar. Ja, der Carsten war auch König, ich glaube 2006 muss das gewesen sein, habe ich gerade auf der Fahne gelesen und richtig aufgeschrieben. Genau. Außerdem war der Carsten 1995 Jugendschützenkönig, das heißt, er ist in diesem Jahr Jubel-Jugendschützenkönig. Genau, so sieht's aus. Dazu herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja. Yeah. Ja, 25 Jahre ist es schon her, Jugendschützenkönig. Erzähl mal, wie war das denn damals so? Wann hast du den Entschluss gefasst, dass du den König werden willst, Jugendschützenkönig? Ziemlich spontan, das Ganze wie immer. Wie auch die letzten beiden Titel, die ich geholt hatte, die waren auch ziemlich spontan immer. Und ja, aus der Bierlaune raus, wie es immer so ist am Schützenfest. Dann haben wir immer gehört, wer noch alle mitschießen will, weil ich hatte noch keine Königin oder sonst nichts organisiert. Und dann hörte ich, dass mein Nachbar Stefan Räuber auch mitschießen wollte. Der hatte auch alles organisiert, Gott sei Dank. Der hatte für Brötchen gesorgt und auch für die Königin gesorgt. Und ja, wo der Vogel dann unten war, habe ich dann die Königin gefragt, ob sie auch mit mir im Zug gehen würde. Das hatte Sandra dann, Gott sei Dank, vielen Dank dafür nochmal, Sandra, wunderbar gemacht. Ja, war eine super Sause, hat Riesenspaß gemacht. Ja, das war so das Jungschützen-Königsschießen oder beziehungsweise Königsjahr. War eine tolle Sache. Mit dem Vorstand, den wir hatten damals, unsere Clique war super. Du warst auch selber im Jungschützen-Vorstand? Ja, Fahnenträger. Warst du auch damals schon im Jungschützen oder noch nicht? Ich bin ja jünger wie die Kadetten hier und von daher. Einiges jünger. Ja, einiges, ja. Deswegen musste ich ein Jahr aussetzen. Okay. Bin dann nachgerückt. Ja, und wer waren deine Konkurrenten damals noch? Der Stefan hat mitgeschossen, hast du gesagt, Räuber. Und wer sonst noch? Wie viele waren es? Weißt du es noch so? Hast du es auf dem Schirm? Nein. Waren es viele? Weißt du auch nicht mehr? Fünf oder so, glaube ich. Ich weiß nicht, wir haben den Artikel. Haben wir noch irgendwo? Weiß auch nicht mehr. Barbara hat den noch, ja. Okay. Wie viele sind es insgesamt? Weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich meine, wenn vier oder fünf gewesen waren. Ja. Aber es war eine spontane Entscheidung, sagst du? Ja. Und, ja. Es war 100, wie viel haben wir gebraucht? 147 Schuss. Ja. 147 Schuss. Ja, ich hatte 55, ich hatte mehr Durst wie du. Ja. Und dann besser schießen wir. Damals beim Jungschützenschießen auch schon 55? Da hatte ich 55, genau. Dafür hat es aber bei deinem Königsschießen umso länger gedauert, glaube ich, ne? Beim ersten Versuch, wo ich mal wieder einen Pol geschossen habe. Da wurde Tom, der Tom, genau, die von der Nase weggeschossen da hat. Da war es so entsetzlich lange. Vor der richtig. Nase. Richtig. 300, wie viel waren es? Ne, 296. 300 Schuss hat man mit. Ja. Und 296 haben wir gebraucht, also. Da fing auch der Schießmeister mal zu schützen. Ja, ja. Langes Schießen, kurzer Frühschoppen, danke. Noch ja, mal. Dafür habe ich ja diese Reise alles wieder gut gemacht. Wir 39 Schuss. Das war. Ratzfatz. Besser geht es gar nicht. Ja, und vor 25 Jahren im Vergleich zu heute oder zum Kaiserschießen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das, wo man am Jungschützenschießen König war, dass du jetzt nach 25 Jahren quasi schon Kaiser bist. Also das hätte ich damals nicht gedacht. Ja, aber das hat so ein. Spaß gemacht, auch damals, wo der André Gründer, mein Vorgänger, Königsvorgänger, wo wir da eingeladen waren, auch im Hofstaat, war eine super Sause und er hatte mich das Jahr davor gefragt, hat gesagt, hör mal Carsten, wollen wir nicht morgen am Vogel schießen? Ich sag, André, ich sag, bist du bescheuert? Also im Leben nicht. Nein, ich sag, wir schießen nicht am Vogel. Ja, komm, lass uns das machen. Ich sag, nein, machen wir nicht. Und ich sag, André, weißt du was? Ich sag, ist doch blöd, wenn du dieses Jahr schießt, weil du ein einer Verlierer. Ich sag, pass auf, schießt du dieses Jahr? Ich sag, ich schieß nächstes Jahr. Und ja, wie es der Zufall denn so wollte, hat man so ein schönes Jahr zusammen. Und den Sonntagabend habe ich dann zu Jenny gesagt, ich sag, ey, ich würde doch, glaube ich, ganz gerne morgen mal mitschießen. Ich habe es dem André versprochen letztes Jahr. Und ja, dann morgens, ich sag, darf ich nicht? Und Jenny sagte, ja, warum nicht? Da muss er erstmal runterholen, das Ding. Da sind ja einige, die mitschießen wollen. Das war ja Kreisschützenfest in Ernest angesagt. Und ja, da haben wir bestimmt eine Menge Konkurrenz. Oder Mitbewerber, Konkurrenten sind wir ja nicht. Aber das war eine tolle Sache. Ja. Da sind wir spontan halt runtergegangen. Ja, und dann hat es dann auch wieder beim ersten Mal geklappt. Das ist aber auch schon sportlich. Jenny, wenn du sagst, hier mach einfach ohne Vorbereitung zu treffen, hier kein Kleid vorher angeguckt und so weiter und so fort. Also, Respekt, aber das hast du alles dann auch wirklich auf der Kette gekriegt. Ja,
ich konnte natürlich kein Frühschoppen machen, das war schade. Da kenne ich noch wen, glaube ich, oder? Nee, das war bei uns. Ich habe Frühschoppen gemacht. Das war bei uns so geplant. Also ich sagte, ich sollte, wenn ich drunter gehe, ich sollte mich beeilen, weil sie wollte noch ein bisschen Frühschoppen machen und dirigieren. Und ja, das hat dann auch geklappt. Boah. Das hat ja geklappt. Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte auch keinen schwarzen Anzug, das muss man auch sagen. Ah, ja, also stimmt, ich war auch genau nicht vorbereitet. Ja. Ich hatte keinen schwarzen Anzug. Gar nichts. Den habe ich dann nach dem Frühschoppen dann mit Schneiders Christine zusammen. Die hatte mich nach Atemorgen gefahren, nach dem Achim. Damals gab es ja noch einen Achim. Ja, ja, ja. Kurzfristige Fälle für Männer immer noch zu holen. Da. Ja, 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 richtig. Die Christine, die hat dann, glaube ich, das Auto noch nicht geparkt. Da war ich schon mit Einkaufen fertig. Sie sagt, was hast du gemacht? Ich sagte, wie können wir da fahren? Ich sagte, den Anzug habe ich. Und das war sehr, sehr spontan. Ja. War eine coole Sache. Wetter hat mitgespielt. Astral. Wetter, ja, vor 25 Jahren auch Wetter mitgespielt, oder? Kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. War da, weißt du da noch? Ich weiß, das Wetter vor 25 Jahren weiß ich nicht mehr. Also nee. Geregnet hat es nicht. Ich weiß nur, dass sie mir den Eichenkranz nicht umgangen haben. Das ist vergessen worden damals. Und Sandra hat keinen Blumenstrauß gekriegt. Ja, ansonsten 95 wahrscheinlich der Festablauf. Damals wie heute, oder ist ja da damals irgendwas anders gewesen? Ich glaube, das Festhochamt war noch sonntagsmorgens noch. Das ist ja Gott sei Dank mittlerweile samstagsabends. Oh ja, das hilft. Das hilft gewaltig. ist auch schöner für das ganze Schützenfest, finde ich. Wenn man das damit einläutet. Das ist wirklich so. Mit der Messe und so. Ja. Schön. Ja, und Highlight 95, was war da so nach dem Königsschuss? Was war dann spezielles Highlight? Kannst du das sagen? Oder kannst du, das sagst du einfach alles? Also abends die Feier in der Halle, die war mega, mit der Musik, war top, bis nachts da, das war eigentlich fast wie jedes Jahr Schützenfest, aber das war so für mich da als König, war das mega Highlight, ja. Okay. Ja. Ja, du kamst ja auch mit Dirk dann Rosenberg, dem König, genau, der dann nach dir König geworden ist, kamst du auch recht gut klar, hat ein paar Bilder gesehen, ja. Das passt ja auch eigentlich ganz gut, ne? Die haben auch ein schönes Video gedreht, also der Gerrit hat das damals gemacht, war auch sehr schön. Ja. Und der Dirk, der musste ja dann, glaube ich, die Nacht noch, ist er im Urlaub gefahren, bei dem war das ja auch ziemlich spontan. Der hatte sich das auch alles nicht so überlegt, ich glaube, die sind nachts um 2 Uhr zum Flughafen gefahren, irgendwie so war das. Ja, das war auch schon eine super Sause, also muss man natürlich sagen. Willi, du hast 95 dann auch schon mal überlegt, dann eventuell mal mitzuschießen, oder hast du das ja sogar schon, oder durftest du noch gar nicht? Nein, da war ich noch nicht im Vorstand, ich bin damals für einen Franz Arnold da reingekommen, der hatte ja auch einen Vogel mal geschossen, und dafür bin ich halt in den Vorstand gekommen, und dann hat man das eigentlich so gemacht, dass der Carsten uns mehr oder weniger infiziert hatte, und Tom und mich, so nach dem Motto, und dann hatte der Tom, der hatte dann das Jahr geschossen, das Jahr da drauf, und dann, wo ich auch mitgeschossen hatte. Und dann haben wir das Jahr da drauf, wo ich dann geschossen habe, haben wir den Abend vorher im besoffenen Kopf mal geguckt, ob die Königskette passt in der Halle. Wir haben eine Anprobe gemacht von der Kette. Und passte wahrscheinlich. Passte, und dann, da kannst du morgen schießen, ja, alles klar. Und bin ich dann da runtergegangen mit der Vogelstange und dann auf Vogel geschossen worden. Das war dann auch so. Ja, und Königin hattest du auch vorher klar, oder war es auch relativ kurzfristig alles? Oder nee, das war auch alles. Hast du in trockenen Tüchern oder alles ganz spontan? Ergibt sich. Man sagt ja immer, Königin findet es schneller wie 5 Euro, aber. Hab ich gehört, keine Ahnung. Ich, wir hatten ja da noch D-Mark, da war. Alle für 9 Euro. Fand man auch Königin vernünftiger. Nee, also das war schon. Also die Königin ausgesucht hat für mich ja auch alle anderen, nur ich nicht. Ja, ja. Und damals kam die Nadine Kupni, damals war eine Königin, die kam dann irgendwann mal aus der Halle gestürmt und sagte, die sagen alle, ich würde morgen für Jungschützenkönigin. Ja, ich sag's, schön, dass du es weißt. Ich sag, oh, ich saß in Kleid, ja, habe ich. Ja, ich sag, dann hat dann auch so geklappt. Oh. Ja, sehr schön. Aber war auch da, wie gesagt, war alles vorbereitet. Weil auch ich hatte einen Bewerber, der sich sehr sicher war, dass er König wird. Und der hatte auch schon eine Brötchenhelfen zu Hause, die konnte man auch abholen. Das war in dem Jahr? Goldthorsten. Der Thorsten. Achso. Der hatte die Brötchen schon geschmiert zu Hause, die habe ich dann gerne genommen. Ah. Da haben wir dann mittags bei uns, der war einer auf dem Rasen noch genommen. In der Zwischenzeit. Schöne Feier. Ja.
bis der Zug losging. Mit kein Haar grau. Ja, Carsten, dann war ich gerade bei dir im Wohnzimmer, hab mich mal so ein bisschen umgeschaut und hab dann an der Wand was gefunden, 10-Euro-Schein und so eine Patrone. Was hat es damit auf sich? Kannst du da irgendwie. Das war eine ganz witzige Sache. Wir waren beim Kaiserschießen. Der Holger Stinn, der hatte noch, von dem kriegte ich noch 10 Euro. Und wir waren am Schießen und dann sagt er irgendwann immer, die 10 Euro, die schulde ich dir ja noch. Und dann war das so, ja, der Kaiserschuss, ich sag mal so, der Vogel hing da schon am seidenen Faden. Und dann sagt er, hier hast du 10 Euro. Ja, ich sag, komm, für einen Zehner schieße ich den Kaiser. Und der alle drumherum, die waren am Gucken, die wussten ja gar nicht, worum es geht. War eine richtig witzige Sache, ich habe die 10 Euro eingesteckt, bin da hochgegangen, da fiel er Gott sei Dank auch runter. Und das sind jetzt genau noch die original 10 Euro, die ich damals vom Holger an dem Samstagabend in die Hand gedrückt gekriegt habe, von der Arne Vogelstange. Ach so. Und die Patrone vom Kaiserschießen ist auch dabei. Aber da ist ja die nächste verrückte Idee entstanden, weil ich gesagt habe, zu meinem Lader des Gewehrs. Er sagte, du bist ja bekloppt, weil wir vorher auch drüber gesprochen haben. Ich sag mal, wenn ich Kaiser schieße, ich sag, schießt du am Montag einen König. So ähnlich, wie ich es damals mit dem André gemacht habe. Und wo das Ding dann unten lag, hat er noch gesagt, du Blödmann. Ja. Und siehe da, man hält dort seine Versprechen. Ja. Da muss man halt so stehen, wenn man sowas angefangen hat. Und Gott sei Dank hat es ja geklappt. Ja, sicher. Sehr schön. Einmal kurz im Kopf geschüttelt, ich sage, das darf nicht wahr sein, jetzt liegt der Trottel auch noch vor, aber weiter im leichten Zug 2. Ja, aber wirklich nachziehen musst du dann erst ein paar Jahren, wenn es dann ums Kaiserschießen wieder geht eigentlich. Ja, das ja, aber der Deal war ja, wenn er erstmal Kaiser schießt, mach ich einen König. Hat funktioniert. Das hat funktioniert, samstags war ich mir auch noch nicht sicher, dass ich einen Vogel schieße. Dann kam der Nadine, die wusste es schon, die wusste es vor mir. Die hat gesagt, so nach dem Motto, ja, was machst du denn Montag? Ja, ich sag, Frühshoppen. Ja, aber als König. Ja, ich sag, wie als König? Nee, schieß mal mit. Ich sag, wie? Nee, mach mal. Ich hab Bock auf Königin. Ja, ich sag, dann. Hat ja geklappt. Und so. Guck mal da. Und so kamen wir dann relativ schnell, ja. Gehen wir mit da drunter. Wir hatten nur den Deal, er muss sich beeilen, damit ich schnell wieder zum Frühshoppen da bin. Und das hat ja auch und geklappt. Und das hat der Vorrat geklappt sogar. In einer Stunde war ich nach Kleidauswahl wieder da. Also hast du das eigentlich vorher mal geliebäugelt mit dem Gedanken das eventuell, aber noch nicht wirklich dann aber richtig so spontan, konkret ins Auge gefasst hier so nach dem Motto, ich gehe da hin und mache das und nee. Das war echt, wie ich meine, glaube ich, die Vorgabe von Carsten. Kleiner Zugzwang da. Ja, aber der finale Ausschuss war halt, dass ich Nadel als Königin Frühshop machen wollte und ja. Dann muss ich sagen, Nadel, das hast du gut gemacht. Jawohl, ich denke auch. Allerdings. Du warst der Jungschützenkönig, du warst König, du warst Kaiser. Bin Kaiser. Bist auch noch Kaiser, Entschuldigung. Ja, natürlich. Natürlich. Du bist auch noch König, du bist auch noch Jungschützenkönig. Weil einmal König, immer König, das habe ich auch schon gelernt. Ja, da kommst du auch noch zu. Das weiß ich nicht. Möglich. Alles kann nichts machen. Ich kann jetzt wieder so ein Ding drehen, dann weißt du ja, was nächstes Jahr auf mich zukommt. Moment. Schreib das mal aus. Kurz mit meiner Schwester, das ist gar kein Problem. Ja, und wenn du vergleichen müsstest oder vergleichen würdest, die drei Königstitel, beziehungsweise der Kaisertitel. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das ist ganz besonders toll gewesen? Oder eins schöner wie das andere? Oder schöner König schöner wie Jungschützenkönig, Kaiser schöner wie König? Wahrscheinlich ähnlich. Wahrscheinlich, also Königsjahr war es wunderschön. Oder in der ganzen Zeit, auch wo wir mit bei der Fahne gehen durften. Das Europaschützenfest, was wir mitmachen durften, einmal in Holland und in Belgien. Beziehungsweise zweimal in Holland und einmal in Belgien. Das war eine Mordsache, also hat riesen Spaß gemacht. Mit dem Verein, das Ganze, der Vorstand super, immer aufgenommen und wie sie sich kümmern, ist war immer Wahnsinn, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Da auch nochmal vielen Dank an die ganze Mannschaft, dass sie da so hinterstehen und sich so bemühen auch. Und auch das, was er jetzt hier macht, das ist ja auch nicht innerhalb von 5 Minuten erledigt. Also das ist auch zwar für alle eine besondere Situation, ja, aber finde ich toll, dass er sowas macht. Schon mega, die Zeit dafür opfert. Ja, Kaiser, wo haben wir noch nicht viel erlebt. Das Einzige, was ungewohnt war, dass es da geregnet hat. Und normalerweise gehe ich nur in der Sonne und schieße auch nur in der Sonne. Aber gut, das muss man auch mal machen. Okay. Gab es damals Eierbacken? Das war dann immer so, wo wir Jungschützen geschossen hatten. Da war es halt, dass sie sonntags mittags da
dann nach dem Jungschützenkönig nach Hause gingen, machten da noch richtig ein. Deswegen auch diese belegten Brötchen, die, ja, die alle dann vorbereitet hatten. Dann wurde da bis zum Antreten hoch die Kelche. Und dann der Rest in der Halle. Ja, und dann, deswegen war das, das war damals so. Und da gab es jetzt kein Eierbackensnacht oder so. Auch, auch beim König, na gut, aber bei mir war der Dirk, der war ja nicht da, der ist ja nachts in den Urlaub geflogen. Da gab es ja sowieso nicht. Aber ich wüsste auch nicht, nee, wo man mit dann beim Eierbacken überhaupt war. Das einzige Schöne war mal ein Abend, da sind wir mit dem Siegbert Hessmann, der hat uns eingeladen. Und da sagt der Jungs, dann geht mit mir nach Hause. Da haben wir uns bei dem unten auf der Terrasse gesetzt oder auf die Terrasse gesetzt. Und da waren noch mit, ich glaube, der Deutsche Thorsten war noch mit dabei. Da haben wir da gesessen bis morgens, bis es hell wurde und haben dann noch ein Bierchen getrunken. Also das war auch so eine Nummer, die ich auch nicht vergesse. Das war wirklich ein Erlebnis, wo er gesagt hat, nee, wir waren ja noch einiges jünger da und wurde ihm, ja, vom Vorstand gesagt wurde, komm mal mit. Und dann damals bei der Maria, das war auch immer gut, weil nach der Prozession, wo wir so derbe eingemacht haben. Ja. Und da saßen wir dann auch erst getrennt am Tisch. Der alte Vorstand saß an einem großen Tisch und der Jungschützenvorstand saß an einem kleinen Tisch. Und ja, wir wurden immer weniger vom Jungschützenvorstand. Und irgendwann sagten wir, Jungs, hier sitzen nur noch zu drei Leuten. Kommt mal hier hin. Und dann haben wir mit denen dann da richtig schön eingezaubert. Maria machte eine Pfanne voll Bratkartoffeln und Rührei. Und ich weiß nicht, wann Tom und ich abends nach Hause gegangen sind. Das, ja, wir sind auf jeden Fall zusammengegangen, ziemlich eng aneinander. Damit wir nicht hinten, ja, im Sturzfluch mehr oder weniger. Das war schon, ja, das war super. Also das muss ich natürlich sagen. Das war ein super tolles Erlebnis. Und ja, das war so die Jungschützen-Vorstandszeit. Also das hat schon Spaß gemacht. Und wie gesagt, wo wir Königspaar waren, hat das mit den Jungs immer Spaß gemacht. Oder wo wir auch bei der Fahne waren die ganze Zeit, wo wir mitfahren durften, auch auf die ganzen anderen Schützenfeste. Kreisschützenfest war natürlich ein Highlight für uns, dass wir das als Königspaar erleben durften. Das war natürlich mega, auch was da das Dorf wieder auf die Beine gestellt hat, die ganzen Vereine. Also das kann sich sehen lassen. Ich glaube nicht, dass das andere Dörfer so hinkriegen. Durftest du damals mitschießen als amtierender König oder nicht? Ja, ja? Ja, aber da habe ich nicht die Ruhe für gehabt. Ich war nachher so am Zittern, ich rief dann alle, Buschmann! Und da habe ich das Ding so verhauen und drei Schüsse später war das Ding unten. Ja, und da war ich nervlich der Sache nicht gewachsen. Das muss man. Aber es hat Bock gemacht. Also wäre natürlich was gewesen. Das wäre natürlich dann auch wieder die Latte für ihn nochmal ein bisschen höher gelegt. Dann wären wir ja zu dritt, da hätten wir drei Kreiskönige gehabt. In der Zeit, ja, das wär mega gewesen. Aber deswegen habe ich auch Bundeskönig versucht mitzuschießen. Und das ist, hätte ich meine Kreiskönige als Offizier genommen. Hätte den mal gezeigt, wo der Arbeit. Ja, ich habe gehört, es existiert auch eine Kreiskönigs-Kompanie. Ja, genau. Ja, eine WhatsApp-Gruppe auch. Vom Kreiskönig gibt es auch. Nur zwei Mann drin. Ja, ja. Genau. Ich und du. Ja, die gibt es. Ich hatte der Frank und Ubi, die haben eine WhatsApp-Gruppe. Ja, ihr habt ja auch damals so einige Fahrten, Vorstandstouren, Vorstandsfahrten, Kreisschützenfeste, Bundesschützenfeste, Europaschützenfeste miterlebt. Gibt es da irgendwelche Geschichten, irgendwelche, ja, lustigen Sachen, die passiert sind oder irgendwas, was unbedingt der Nachwelt erhalten bleiben muss? Oh, da gibt es einiges. Gerade so was, die Fahrt in Österreich nach Vöcklabruck da unten, genau, wo wir da waren. Da ist selbst so mancher Österreicher wird an seine Grenzen gekommen. Mit den Sauerländer Trinkverhältnissen kam der auch nicht ganz klar. Und weil wir schon direkt nach Frühstück in der ersten Biere, weißt du, dann irgendwann nach der zweiten Runde, da war der Wirt dann schon am Schengen, jetzt auf der schon am frühen Morgen. Und ja, freilich, weißt du, und dann ging es dann los. Und ja, wie gesagt, aber wieder Vöcklabruck, das war eine schöne Tour. Der Schützenzug ist ja damals ausgefahren wegen schlechtem Wetter. Aber sonst, wie gesagt, die Fahrt darunter, das war schon abends im besoffenen Kopf. Bin ich auch noch mit dem Fahrrad durch die Pizzeria gefahren da und also das war schon Pizza-Taxi gespielt mit dem Fahrrad. Vorne rein, hinten raus, einmal freundlichen Grüß. Also wir haben da schon Späße gehabt. Ja, dann waren wir damals in Holland, das erste, wo wir da waren. Das war in den Jahren, wo ich da im Schützenvorstand war.
Und dann hatten sie da auch, schossen sie auf Entchen. Dann hatten sie einfach Fahnenstangen hingestellt und obendrauf war wieder so eine gelbe Badewandente. Und dann wurde senkrecht in die Luft geschossen, dann stand es relativ weit runter, kein Kugelfang, kein gar nichts. Und wer das Entchen runterholte, der war eine Runde weiter. Also, das war schon sehr interessant so. Eine schöne Sache war damals noch im Jungschützenvorstand, da sind wir ins Alpöltal gefahren. Das war auch so eine Fahrt, also die werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Alle Wunden verheilt. Alle Wunden verheilt, Gott sei Dank auch bei allen, die mit waren. Ja, und noch, wer war denn alles so mit damals? Von dem Alpenvorstand, weil Jo noch dabei, der Henneke Mainz, alles mit Frauen und Elmar de Vries, der war da unser Hauptmann, meine ich da zu der Zeit. Und das war eine super Tour auch. Ja. Wir haben dann abends auch in der Kneipe gesessen und haben dann mit Wasserpistolen angefangen, durch die Kneipe zu schießen. Das wurde dann uns dann irgendwann mal verwehrt und gesagt, Jungs, hört den Scheiß auf. Ja, das Wasser läuft schon in putzte Wände runter. Und wir haben es ein bisschen übertrieben hatten. Und dann hatte der Nelenbo doch ein Einsehen und hat dann uns an der Hand genommen und hat gesagt, Jungs, komm, wir gehen raus und spielen Rasende Paula. Das kannten wir nicht, das ist ein Würfelspiel. Bei der 1 geht man es nach links weiter und bei der 6 nach rechts weiter. Und wer denn die beiden Würfelbecher vor sich stehen hatte, musste erst eine Runde geben. Das haben wir aber schnell sein lassen, weil wir kamen nicht hinterher mit dem Trinken. Da haben wir nachher gesagt, wir schmeißen 2 Mark in den Pott und dann geht es ganz normal weiter. Und kaufen eine Nacht davon das Bier. Ja, wo wir so am Spiel waren, irgendwann kam nachher ein Mahnhof raus und sagte, ja Jungs, was macht er? Ja, wir sind dann so gegangen. Ich sag, wie sieht's da drin aus? Ja, sagt er, im Moment beschießt sich der selber das Jürgen und der Henneken Heinz mit den Wasserpistolen. Wir haben mit auch einen Spaß dabei und der Bier dreht, glaube ich, gerade so richtig am Rad. Also das war so eine richtig gute Tour. Den Tag drauf sind wir dann noch in so eine Disco geraten. Die wollten aber nicht mit den Sauerländern feiern so richtig. Da haben wir dem einen aufs Maul gekriegt. Die sind da hinter uns her die Nacht gelaufen und der eine hatte Brille verloren, der eine hatte so ein Bikerboot im Gesicht, die Lippe ist mir hier aufgeplatzt komplett. Und Robert Stefan hat mich Gott sei Dank da rausgezogen aus der Nummer. Der kriegt aber direkt ein blaues Auge. Und schön war dann, wo wir nachts im Bett lagen, endlich alle Mann zu Hause waren. Ja, das war eine richtige Tortur, muss man sagen. Aber wo wir dann im Zimmer lagen und Wilhelm und ich, wir lagen im Bett und auf einmal geht die Tür auf, der Bo kommt rein und sagt, ey, hier, die Jungs, die haben noch Dosenbier. Oh, wir machen das Licht an, dann kommt der Bo da rein und guckt und die Fries Elmar kommen rein und sagt, ey, was ist mit euch denn passiert? Weil ich hatte hier so eine aufgeplatzte Lippe. Ja, wir sind ja gerade verdroschen worden. Da, das, wo müssen wir hin? Jungs, bist du auch alle mal zu Hause? Aber der andere Morgen war schön, wo wir zum Frühstücken kamen. Der eine kam mit Sonnenbrille runter, weil der Campus Christian, der hatte eine Brille verloren die Nacht. Der musste dann den restlichen Urlaub in Anführungsstrichen mit Sonnenbrille verbringen, egal wo er reinging. Und Robert Stefan hatte das blaue Auge und ich halt die aufgeplatzte Lippe. Das war also eine sehr ereignisreiche Tour, wo die dann fast vorbei war und wir losfahren wollten mit dem Bus wieder nach Hause. Hat der Wilhelm einen Rucksack liegen lassen. In dem Rucksack lag eine Wasserflasche drin. Und der Busfahrer hat die leider nicht gesehen und beim Rückwärtsfahren hat er sich den inneren Zwillingsreifen kaputt gefahren. Da konnte man nur froh sein, dass die Fries Elmer dabei war, weil der hatte den Reifen schneller gewechselt wie der Busfahrer. Aber das war schon eine coole Nummer, das muss man schon sagen. Letztes Jahr Schützenfest so nach dem Königsschuss, frage ich mal. Erstmal Nadine, wie war das für dich so, der erste im ersten Moment, als du realisiert hast, jetzt Willi hat es geschafft, ich bin jetzt Königin. Ja, also erstmal, ich habe es gar nicht gesehen. Oh, weil? Ich konnte ihn nicht sehen. Also, so. Aber irgendwer stand da, ich weiß nicht, ob Sandra war oder irgendwer fing auf jeden Fall an zu schreien. Ja, und dann bin ich da hochgerannt quasi. Musstest du schon da hoch. Ja, das ging recht fix. Ja, sehr schön. Hast du das dann sofort realisiert oder ich meine, es stürmen dann wahrscheinlich in dem Moment ja erstmal? Ja, in dem Moment, klar realisierst du das nicht, aber das ist schon ein super Gefühl. Ich sage, du machst den Schuss, ich sag mal, gerade jetzt hatten wir einen relativ großen Vogel noch da, der war ja massiv noch. Ja, wir haben dann zwar relativ schnell Möbel gemacht, aber dass er jetzt mit dem Schuss
da jetzt runtergekommen ist, hätte ich jetzt so auch nicht mitgerechnet. Aber das war schon das Gefühl, wo das ganze Ding da oben raus segelte, er nochmal auseinanderbrach und dann, wow, leer. Yo, das ist schon. Und drehst dich rum und dann kommt ja schon alles auf dich zugestürmt und hier gratulieren und das ist schon ein unbeschreibbares Gefühl. Mitbewerber hattest du, glaube ich, zwei oder drei? Wir waren ja mehrere. Wir hatten fünf, wir waren mal in Summe, glaube ich, wohl. Und da war ja der Hüskes Matthias, der war mit, der Kalli. Dann wer war denn noch mit? Der Decker. Decker, der Axel, genau, wir waren zu fünf, waren wir auch. Da oben nach der ganzen Gratulationsarie ging es dann Richtung Schützenhalle. Ja. Richtung gut gefüllter Schützenhalle schon. Wie ist das, wenn du dann da so reinmarschierst und dann wirklich die Halle eigentlich schon voll besetzt mit. Das Gefühl, das ist echt. Ausrastenden Mädels und so. Das ist unbeschreiblich. Das Gefühl, wenn die ganze Halle am Schreien ist, am Toben ist, du marschierst als König da rein. Wie du schon sagst, die Halle ist voll, ja, quasi schon. Und das ist schon echt ein Gefühl, das läuft dir eiskalt den Rücken runter. Das ist so ein Gefühl, das hast du nicht oft im Leben. Das ist echt. Aber bei dir dann auch, also wahrscheinlich. Ja, ja, genau so. Ich meine, man kennt das ja nicht, ne? Ja, man steht normal auf dem Stuhl und jubelt irgendwem zu, ne? Genau, das ist entspannt. Und das ist schon Wahnsinn. Ja, sehr schön. Richtig. Und dann gerade auch in dem Moment, wenn man dann nochmal auf die Bühne hochmarschiert, dann jubeln sie ja nochmal eine Oktave mehr, sag ich mal, und dann geht es dann nochmal eine Schippe drauf. Und das ist also schon, wenn man dann in der ersten Reihe steht, in der Mitte und die ganze Halle dreht sich nach einem um und jubelt dir zu, das ist schon ein schönes Gefühl. Ja, und dann kommt der gute traditionelle Frühschoppen, unser Highlight eigentlich. Kannst du den denn auch wirklich dann als König, kannst du den feiern, so wie sonst? Oder bist du dann wirklich nur am Hände schütteln und am also Gratulation entgegennehmen und. Also der Frühschoppen, der ist sehr, sehr schnell rumgegangen das Jahr, weil sonst ist er mal sitzt am Tisch und feierst mit und alles Mögliche. Und das war halt das Jahr, weil so viele, wie du schon sagst, Gratulanten kommen. Ja, hier schütteln, hier ein Bild da machen, die offiziellen Termine, die dann kommen. Dann mal eben hinten rein, mit dem Hofstaat besprechen, die Königsoffiziere, die dann ihren Job machen müssen. Also das geht schon relativ zügig vorbei. Das ist dann auf die Bühne, dirigieren, dann ist auch schon Ausmarsch. Boah. Das ist also schon wirklich sehr, sehr. Und dann ist auch schon Ausmarsch und dann hast du normalerweise auch keine Zeit runterzukommen, weil da musst du ja quasi mit den ganzen Planungen zu Hause anfangen, weil eine Stunde später oder zwei steht ja dann auch schon der Elverrad. Nee, Blödsinn, nicht Elverrad. Ja, das ist ein anderes Fest. Wie heißt der denn? Hofstadt, Hofstadt vor der Haustür. Ja. Der Elverrad ist da. Das kannst du noch im Prinz sein. Also. Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Ja, dann steht schon der Hofstadt dann da auf der Matte und also Stress. Oder nee, aber, auch ein bisschen vorbereitet und läuft dann alles von alleine. Nee, also Stress war es eigentlich nicht. Stress, ne? War es für uns jetzt gar nicht. Ich sag mal, der Vorteil ist halt, wie es bei uns auch, die Königsoffiziere, die nehmen dir ja den ganzen Stress, den ganzen, alles, was du machen musst, nehmen die ja alles ab. Ja, du brauchst dich um keine Blumen zu kümmern, der Getränkewagen kommt, dies, jenes, du brauchst dich um nichts zu kümmern. Ja, es läuft alles. Ja, die sagen den Leuten Bescheid aus dem Hofstaat, also da machen die Königsoffiziere wirklich echt einen super Job. Oh, das ist für den König schon echt entspannt, so wie die das machen wollen. Und Stress hatten wir in dem Sinne eigentlich so gar nicht. Mit deinem Kleid, das war alles schnell über die Bühne. Ja, ratzfatz. Und wie gesagt, wo dann die Leute kamen, da um 4 Uhr, das war echt eine ganz entspannte Sache. War natürlich bei uns auch brüllend heiß, muss man dabei sagen. Aber dann hatten wir ja auch ein paar Instrumente. Wir hatten jede Menge Spaß bei uns. Mhm. Wo wir da alle mit Pauken und Trompeten und Becken und was wir alle da hatten. Es war schon schön. War noch von der Hochzeit übergeblieben. Ja. Das stimmt. Ja, also bist jetzt auch nicht der Meinung, dass du nach dem Frühschoppen am Montag dann einfach hier in der Halle sitzen bleibst und gut ist. Also ist schon gut, dass dann wirklich auch noch der Festzug stattfindet und dann abends nochmal richtig in der Halle stattfindet. Also das auf jeden Fall. Also da viele andere Vereine machen es ja auch so, die lassen es wirklich ausklingen. Und, ich sage, jeder redet ja davon, im Frühschoppen durchziehen und irgendwann mal aufhören. Aber ich sag mal, wenn du selber so den Königsschuss gemacht hast und das Königsgefühl und dann nachmittags dann noch durchs Dorf zu gehen als Königspaar mit deinem ganzen Hofstaat und da wirklich nochmal. Also frisch gebacken dann wahrscheinlich in dem Moment natürlich auch. Wenn das ein Jahr später erst macht, natürlich schon erstmal ein bisschen
Da muss man natürlich dabei sagen, bei uns kommen die Leute noch nach Ennis. Das sieht in den anderen Orten, kleineren Orten vielleicht anders aus. Wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet, die Leute stehen noch an der Straße, die kommen auch hinter auf den Schützenplatz, es lohnt sich. Und die kommen auch hinter in die Halle und die feiern auch mit dir, auch den Montagabend noch. Weil das ist vielleicht ein Aushängeschild von Ennis, was man was andere nicht haben. Der Meinung, dass Frühschoppen ausklingen lassen, das ist, ist nicht unser Weg, nicht unser Ennister Weg. Ich finde das auch top, dass wir da noch ein Festsuche hinten dran hängen für den gerade frisch gebackenen, fürs frisch gebackene Königspaar. Und jetzt musste ich auch mal überlegen, wir hätten den Frühschoppen ausklingen lassen, du hättest keinen Festzug mehr gekriegt, sag ich mal. Und dieses Jahr ist Corona, hättest du dieses Jahr auch keinen Festzug gekriegt, dann hättest du quasi als frisch gebackener neuer König 2 Jahre auf deinen ersten richtigen Festzug warten müssen. Das wäre natürlich auch... Das wäre schon unvorstellbar gewesen. Also das gehört einfach zum Königsein dazu. Ich sag mal, das ist der Festzug. Und gerade in Zeiten von, wenn du jetzt sagst, Corona, ich sag mal, ist das wirklich, muss man froh sein, jedes Fest, was irgendwo in irgendeiner Größe stattfinden kann oder jede Zusammenkunft, die irgendwo erlaubt wird, ja, ist halt eine schwierige Zeit. Wo wir jetzt so gesehen einmal durch müssen und deswegen sitzen wir ja auch hier. Deswegen sitzen wir hier. Ja, wenn wir schon mal beim Thema Corona sind, was habt ihr jetzt das Jahr Schützenfest dann alternativ für Pläne? Gibt es Pläne? Wollt ihr euch einschließen im Keller und hoffen, dass es einfach nur vorübergeht? Oder habt ihr euch was überlegt? Was macht ihr? Erstmal, also wir freuen uns darauf, dass wir uns das Video angucken dürfen. Ja, ich auch. Ich denke mal, das wird eine ganz interessante Geschichte und auch sehr spannend werden, wenn ihr das immer wirklich 3 Tage da ausstrahlen wollt. Das ist bestimmt für jeden interessant. Ja, wir haben noch so ein kleines Bauprojekt im Garten. Ich denke mal, das werden wir dann samstags da in Angriff nehmen. Weil wir das Monat wieder da sind, die wir schon. Aber sonst geplant haben wir nichts. Ich hätte gerne hier unseren Jungschützen oder mein Jungschützenjubiläum hier im Garten gefeiert mit den amtierenden Jungschützenkönigen und mit den ehemaligen natürlich. Und hätten uns dann nach Ennis bringen lassen. Das war eigentlich schon alles geplant und auch organisiert. Mussten wir leider auch durch Corona alles wieder absagen. Schade. Aber schön, dass ihr jetzt hier seid. Dass wir uns in der kleinen Runde hier sein können. Ein bisschen. Ja. Ganze mal Revue passieren lassen können. Ist schon schön. Ja, bei uns, ich sag mal, wir haben ja dadurch bedingt, dass wir ja, sag ich mal, im Vorstand ja auch noch angehören, haben wir ja ein paar mehr Termine, die wir trotz Corona, sag ich mal, wahrnehmen. Wir werden also den Freitag werden wir den Vorstand nach uns einladen in einer kleinen Gruppe, das was erlaubt ist, dass man die Regeln auch da einhält. Ja, samstags diese, was der Schützenvorstand geplant hat, die Sachen mit Festhochamt werden wir natürlich teilnehmen. Kanzlerlegung, Ehrenmal, alles das, was so geplant ist, sind wir mit dabei. Sonntag ist ja für uns, sag ich mal, bis jetzt zur freien Verfügung. Da war vielleicht mal die Überlegung, so ein paar feiernde Trüppchen zu besuchen als Königspaar, denen mal überall einen Besuch abzustatten, mal überall rumzukommen, dass man ein bisschen mal andere Leute sieht, trotzdem ein bisschen in Kontakt bleibt, alles so, dass man so ein bisschen auch Spaß über die Tage hat. Und der Montag ist ja auch wieder noch offen, sag ich mal, was wir da machen, ist ja noch nicht ganz so festgelegt. Von daher. Ja, also ich höre schon, es wird nicht langweilig. Nein. Also die Biermenge, die wir über die Tage trinken, ist die gleiche, nur halt nicht frisch gezapft. Also von daher. Das kann man gerade eben noch verschmerzen. Ja gut. Jetzt haben wir auch schon genug über Corona geredet eigentlich und was soll ich noch sagen? Wir hoffen, dass die ganze Corona-Zeit, wie wir sie aktuell haben, die keiner braucht, auch schnell vorbeigeht und dann feiern wir 2021 wieder wie gewohnt unser Schützenfest in Ennis und überall anders, auch in Heggen. Feierst du auch in Heggen auch Schützenfest mit? Ja. Bist du auch Mitglied hier im Schützenverein? Ja, damals, wo wir hingezogen sind, durch einen alten Arbeitskollegen, durch einen ehemaligen, der war damals hier im Vorstand und der hatte mir direkt den Zettel unter der Nase gehalten und hat gesagt, da musst du unterschreiben. Bin ich auch Mitglied, aber... Habt ihr keine Ambition so Richtung König oder nee, was? Das können die nicht so viel nennen. Das ist nicht in 100 Jahren. Das also das so ist alles gut und schön hier. Ja, wir feiern hier sehr gerne. Das sind alles nette Leute hier, überhaupt keine Frage. Aber das Schützenfest an sich, das gibt es nur in Ennis, so wie wir es kennen. Und so will ich es auch eigentlich auch mal behaupten. Das ist doch eigentlich ein richtig schönes Schlusswort, muss ich sagen. Und
Ja, dann möchte ich mich jetzt erstmal recht herzlich bei euch vielen bedanken, dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt und ja, hat Spaß gemacht zuzuhören. Ganzen Anekdoten, die meisten Geschichten kannte ich noch nicht und ich glaube einige Zuseher auch noch nicht. Und, nee, hat Spaß gemacht und ja, Dankeschön. Sehr geschehen. Gerne. Ja. Seit nunmehr vielen Jahren treffen sich Schützenfest Samstag, kurz bevor es richtig losgeht, der Schützenverein Weißwein, um sich auf das Fest der Feste einzustimmen. Und mal ganz ehrlich, was wäre unser Schützenfest ohne einen vernünftigen Frauenanteil? Die Weißweinschwestern ermitteln durch Vogelwerfen sogar ihre eigene Königin. Aber schauen wir selbst. Auf unsere zukünftige Corona-Königin 2020, ein dreifaches Weiß! Wein! Weiß! Wein! Weiß! Wein! Prost! Prost! Ja, hallo Schützenschwestern. Auch von euch wollen wir ein bisschen was wissen. Und ich würde sagen, ihr erzählt einfach mal ein bisschen, wie lange gibt es euch denn eigentlich schon? Uns gibt es jetzt 10 Jahre. 10 Jahre und ungefähr 15 Mitglieder. Das variiert schon mal so von Jahr zu Jahr. Dann fliegt wer weg, dann kommt wer dazu. Ja. Wie oft trefft ihr euch so? Auf jeden Fall einmal im Jahr. Also einmal im Jahr zum Schützenfest und der große Stamm einmal im Monat zum Stammtisch. Ja. Und wenn ihr euch dann trefft, dann trinkt ihr immer derbe ein oder wie läuft das so ab? Meistens, ja. Ja. Viel Wein, viel Schnaps. Ja, und euer Name sagt es ja schon, Schützenverein Weißwein. Warum heißt das eigentlich Schützenverein Weißwein? Ja, was gibt es denn für uns Frauen zu trinken am Schützenfest? Weißwein. Frage ich dich mal zurück. Weißwein. Ja, es gibt ja jedes Jahr eine unterschiedliche Sorte Schnaps, das mögt er nicht so gerne und Bier mögt er auch nicht. Schnaps gibt's dazu. Doch, wir trinken das andere ja auch. Aber wir haben gedacht, Weißwein passt zu Frauen. Da habt ihr auch recht. Und hier sind übrigens unsere Gang, unsere Mitglieder. Verein. Ihr seid ja eine bunte, wilde Truppe. Ja. Was soll denn das für eine Cocktailparty werden? Na, da möchte ich nicht eingeladen sein. Ja, könnt ihr uns mal kurz erklären, wie das so abläuft, wenn ihr jetzt den Vogel schießt, wenn ihr euch heute trefft? Es ist ziemlich chaotisch. Laut. Laut. Und lustig. Es dauert meistens ziemlich lange. Ja. Werfen. Wir werfen ja, wir schießen nicht. Ja. Meistens wird sie erstmal getroffen, dann wird schon mal viel Alkohol getrunken. Dann wird geworfen auf die Scheibe. Ja, und dann haben wir irgendwann eine Königin und die wird in der Halle dann gefeiert. Ja, schön. Entstanden ist die Idee dann einfach so aus einer Bierlust oder aus einer Weißweinlust? Oder wir haben uns gedacht, warum dürfen das eigentlich nur Männer? Das ist unfair. Und dann? Also eigentlich ist es unser Traum, einmal auf der Vogelstange richtig in den Kasten zu schießen. Ja, das wollen wir aber machen. Und das haben wir gedacht, dürfen wir ja nicht. Also dann machen wir unsere eigene. Aber ein Traum ist es für uns. Also vielleicht merkt euch das. Ja mal irgendwann. Irgendwann wollen wir das mal machen.
Geräte. Und in dem Vorstand für euch, das sind dann jedes Jahr andere Leute. Das wählt ihr immer wieder neu oder seid ihr vier das? Der bleibt. Wir sind der Vorstand. Ja. Der bleibt. Wir sind die Organisatoren. Ja, dann vielen Dank. Gerne. Normalerweise würden die Jungschützen jetzt die Schützenhalle auf links drehen. Aber 2020 sieht das Ganze leider ein bisschen anders aus. Moin Moin, da bin ich wieder. Jetzt kommen wir zum letzten Programmpunkt für heute und danach geht's ins Bett, das Fahne wegbringen. Dazu wünsche ich euch auch viel Spaß und guten Schluck. Kompanie, halt! Rechts, um! Achtung, präsentiert das Gewehr, Fahneoffiziere vorgetreten.